Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Child of Light. Jetzt muss ich gerade nochmal mein Mikro ein bisschen hinhauen. Hinrichten. Dass ich dann mit meinem Headset da die ganze Zeit dran stoß. Und ja, heute habe ich mir gedacht, wir machen jetzt erstmal gar nicht weiter, sondern machen erstmal die Nebenquest von dem alten Elementar. Und suchen die ganzen alten Altare, die wir mal auf unserem Weg hierher eigentlich schon entdeckt haben. Da muss ich jetzt mir gerade mal wieder überlegen, wo die eigentlich alle waren. Moment, da muss ich auf die Map gucken. Ups, wo komme ich denn jetzt dahin? Map, Karte Lemurias. Okay, ich glaube. Warte mal, waren wir im alten Kloster? Eigentlich im Prinzip, glaube ich, denke ich mal, grasen wir alles nochmal so ein bisschen ab. Ich starte erst mal beim alten Kloster. Fangen wir von oben rechts an und grasen uns so im Halbkreis entlang. Ups. Oh, warte mal, gab es da überhaupt ein Kloster, sage ich fast, ein Schrein? Ich glaube eigentlich eher nicht. Bin ich überhaupt reingekommen? Beziehungsweise, wie komme ich hier wieder raus? Ah, da oben. Egal, da schauen wir jetzt trotzdem, weil wir kommen ja dann trotzdem bei Mathildes Altar vorbei. Mathildes Schrein. Oh, die waren auf jeden Fall alle auf dem Boden, die Schreinse. Altare, da! Ha! Perfekt. Hallo, ein Glühwürmchen. Hi. Wie geht's? Gut, ein erlöschender Elementar rief mich hierher. Los, fliegt zur Küste der vom Zimbelmeer. Beim Elementar erwarten wir euch mit unserem Lichtermeer. Noch vier, nicht weniger, nicht mehr. Hey, das geht ja. Ja, okay. Dann. Ich habe jetzt gedacht, da brauchen wir echt eine längere Zeit, bis wir die alle wieder finden. Aber ich denke mal. Wow, wir stürzen uns erstmal in den nächsten Kampf. Ich denke mal, das geht ganz schnell. Das ist ja nur eine. Das ist ja lächerlich. So, ein paar Wünsche einsammeln. Okay, keine Chance natürlich gegen uns. Okay, wir sollten wenn möglichst vielleicht die Kämpfe vermeiden, weil es lohnt sich ja echt nicht. Ah, Moment. Stimmt, die waren ja auch früher hier Krähen. Ganz vergessen. Das lohnt sich echt nicht, gegen die ganzen Viecher hier zu kämpfen. Weil wir sowieso viel zu mächtig für die sind. Ich glaube, ich port mich jetzt gleich mal weiter zum Mathildes Schrein. Mathildes Altar. Nicht Schrein. Hoppala. Hui. Hier hat alles begonnen. Ist ja echt schon eine längere Zeit. Also, das Let's Play geht ja jetzt echt schon, muss ich sagen, eine etwas längere Zeit. Da fällt einem erst wieder so auf, wenn man da mal wieder durchfliegt. Wo man überall so war. Was hat hier der alte Mann aus dem Dorf dann. Ah, Moment mal. Mach dich bereit, wir werfen die Eindringlinge raus. Ach stimmt, da war ja noch eine Nebenquest von dem alten Bulmus Populi. Nee, nicht Bulmus Populi, wieso vergesse ich immer den Namen? Nee, es waren schon die Nee. Moment. Capilli, genau, die Capilli waren das. Meine Güte, wieso vergesse ich immer den Namen von denen? Nein. Nein. Ah, nee, das war das mit dem Schwein. Am blühenden Baum, ja genau. Gut, los geht's. Vertreiben wir die bösen Kreaturen aus dem Wald. Nochmal ein Lichtstrahl. Und einen Kategida-Spalter auf alle. Feuer! Oh, die sind uns auch in keinster Weise gewachsen. Und der nächste gleich hier. Es geht doch auch wieder schnell. Hey, jetzt komm. Los. Hieb. Und halt, verlangsam. Nicht, dass sie den Angus ein. Okay. Einholen, aber dazu kommt sowieso nicht. Da, da, da. Und noch eine Kreatur. Wie viel kommen da eigentlich noch? Ich glaube, das waren dann alle wahrscheinlich. Los, ihr Schweine! Da, 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 da. Oh, hey, hey. Oh,
Ah, das war's schon. Sehr gut. Nix wie raus aus dem Fall im vermaledeiten Dorf, sag ich. Geplündert hätten sie ohne mir. Mein Herr, befreit ist euer Garten von jeglicher Kreatur. Höchste Zeit, überall wächst Moos. Es ist zum Kotzen. Mein armes Grünzeug, alles im Eimer. Über eure Belohnung könnt ihr wahrlich nicht motzen. Tut mir leid, Aurora, er spricht verwittert. Kein Wunder, sein ganzer Garten ist verwittert. Aber kannst du ihn vielleicht in ein Rotkehlchen verwandeln? Was? Brutal. Okay, was? Ah, Turmaline. Und sonst nichts. Ja, okay, das ist ja auch schon mal was. Apropos Okuli. Wenn wir jetzt da so viel Turmaline bekommen, dann können wir in nächster Zeit dann vielleicht, Moment, gleich mal so einen großen Diamanten her, einen großen Turmalin herstellen. Zack, zack, zack. Ha, und schon haben wir einen makelloser Turmalin. Perfekt. Können wir ein bisschen mehr Magie Aurora reinpfeifen. 8 Magie. Passt sehr schön. Wunderbar. So, mal sehen, ob in der Richtung noch irgendwo ein Altar ist. Ich vermute mal... Hä? Waren wir hier schon mal? Das kommt mir gerade neu vor. Ich glaube, da bin ich das letzte Mal gar nicht lang gedüst. Wo geht's denn da lang? Rechts zum Alten. Okay, dann haben wir da doch schon mal. Checken wir mal ab, ob da noch ein... Nur mal kurz entlang fliegen, ob da irgendwo ein Altar ist. Aber ich glaube mal eher nicht. Ja, ah, da waren wir vorher, genau. Da, wo ich mich vorher weggeportet habe. Hilfe. Okay, dann können wir eigentlich nur noch... wieder in die andere Richtung, also... Achso. Links von Mathildes Altar. Schreien, whatever. Oh. Das sollten wir mitnehmen. Stärke-Sternstaub, den können wir eigentlich im Öngus geben. Und die Magieresistenzstaub eigentlich auch, fällt mir gerade ein. Oh, Moment, wir sind da aufgestiegen vorher. Wer ist denn... Nee, das ist nur ein Level, das bringt uns nichts. Wir bräuchten 2. Und da bräuchten wir auch 2. Okay, eher nicht. Was wollte ich jetzt genau? Magieresistenz für Angus. Und Mana-Punkte ausweichen geben wir auch im Angus. Der ist ja unser alter Tank. So. Hallo, kleines Geistlein. Aber die lassen wir jetzt mal in Frieden. Nicht im Frieden. So. Oh. Hey, sind die irgendwie wieder aufgefüllt worden? Oder habe ich die wirklich beim ersten Mal total übersehen? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Jo, okay, warte mal, da oben schauen wir noch kurz nach. Okay, da geht's glaube ich nicht weiter, oder? Ne, dann schauen wir jetzt gleich nochmal wieder zu Mathildes Altar. Und dann fliegen wir diesmal links rum. Und sehen uns nach Altaren um. Wir fliegen links rum und schauen uns nach Altaren um, genau. Okay, da geht's zum Dornenbaum. Ach, gehen wir da einfach entlang. Au. Schon wieder da angestoßen, gibt's ja nicht. Au. Na toll. Okay, erstmal zum... Hey, weg mit dir. Unhold. Da fliegen wir jetzt einfach schnell durch. Wow. Hier muss doch irgendwo ein Altar sein noch. Es gibt ja immerhin noch 4 Stück. Da! Perfekt. Braucht sie nur mal beschweren wieder. Willkommen in Lemuria. Danke, ich suche einen alten Elementar. Er rief mich her. Los, liegt zur Küste, zum Zindelmeer.
Ich eile jetzt zum Elementar. Bis nachher. Noch drei. Los, hinterher. Okay, ich füge zu euch einfach straight weiter. Ah. Jetzt sind wir bei den Kapilli, bei unseren... Mein Gott, die schauen ja lustig aus. Ganz vergessen. Warte, da müssen wir jetzt da lang. Also wenn ich in Lemuria leben würde, dann würde ich wohl am liebsten, glaube ich, bei den Kapilli leben, weil bei denen schaut es am gemütlichsten aus. So. Erinnere mich so ein bisschen an die Hobbits aus Herr der Ringe. Nicht aus der Ruhe zu bringen. Du erwischt uns nicht. So, oh, jetzt kommen wir zu den ganzen sturmgepeitschten Gebieten. Wow, okay, da kommen wir nicht durch. Na, da lässt der Sturm gar nicht nach los. Moment, wie sind wir da durchgekommen? Da lang? Ah, ja, ich sehe schon was. Hey, jetzt lass doch mal nachsturm. Das war zu früh. Okay, 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 schnell. Hui. Ein paar Wünsche einsammeln. Hey. Für die Wünsche. Hup. Moment. Schau ich mal noch da nicht, dass wir den Altar versehentlich auslassen. Ich denke, da ist keiner. Hui. Schnell durchzischen. So. Oh. Okay. Da hätten wir jetzt... Ja, okay, da ist wirklich dann bei jedem Gebiet wirklich ein Altar. Da müsste hier jetzt dann auch bald einer kommen, weil die sind ja jetzt immer ziemlich am Anfang immer gekommen. Okay. Ah, Gott. Und ich stürze mich direkt in den Kampf rein. Aber okay, kann ja nicht schaden für zwischendrin. Mal etwas anderes. Nicht, dass unsere Gefährten hier einrosten. Okay. Das ging schnell. Okay, da sehe ich jetzt keinen Altar da unten. Hätte mich jetzt auch gewundert, ganz ehrlich. Oh, die Musik ist so gut, ganz ehrlich. Jetzt bloß nicht anstoßen. So viel dazu. Okay. Gib mir einen Altar. Gib mir einen Altar. Hey, da unten ist eine... Nee, die Tür ist schon offen. Ups. Okay. Ich hätte es vielleicht aufhalten sollen. Okay, da geht's nur da runter. Ist da irgendwo ein Altar? Da ist gar kein Altar. Das wundert mich jetzt echt. Ich hätte jetzt vermutet, dass da viel früher ein Altar kommt, aber ich check trotzdem alles ab. Nicht, dass ich dann irgendwie durcheinander komme. Lieber einmal ganz normal durcharbeiten, als wieder dann fünfmal hin und her zu zischen. Aber langsam kommt es mir schon etwas komisch vor. Ich werde doch nicht schon dran vorbeigewieselt sein. Okay, da geht's raus. Gib den Weg frei. Da komme ich gar nicht durch. Ein paar Wünsche, die mir eigentlich jetzt im Moment nichts bringen, weil die ja sowieso aufgeladen sind. Ach, komm schon. Da muss doch... Ja, da ist er. Endlich. Doch, jetzt kommt ein Glühwürmchen daher. Salve. Holla, kennt ihr einen alten Elementar? Er rief mich her. Los, fliegt zur Küste, zum Zimbelmeer. Ich eile jetzt zum Elementar. Bis nachher. Noch zwei. Okay, gut. Das heißt, wenn wir jetzt in der
Gegend schon alles haben. Können wir eigentlich, hey, ganz ruhig. Können wir gleich zur nächsten Ebene fliegen? Jetzt waren wir statt der Bolmus Populi. Oh. Tempel des Mondes ist bestimmt noch einer. Okay, da hatten wir ein altes Kloster. Windräder. Ach, da waren wir jetzt gerade. Gibt's da auch ein? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob bei den Bolmus Populi welche waren. Eine Altar war. Aber das würde mich jetzt wundern, weil da wäre jetzt dann ziemlich kurz hintereinander, wären dann zwei Elementare, sag ich fast, Altare. Ja, ich würde sagen, dem widmen wir uns einfach der nächsten Runde, weil ich sehe gerade, dass die Zeit schon wieder rum ist. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir uns das nächste Mal weiter auf die Suche nach den letzten zwei Elementaren und den letzten zwei Altaren. Elementaren, Altaren, genau. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.